Am 1. Februar 2019 war es wieder soweit. Bereits zum 5. Mal füllte sich das Movies-Kino in Hofheim mit jungen Filmemachern aus dem Main-Taunus-Kreis. Veranstalter ist das Jugendbildungswerk vom Amt für Jugend, Schulen und Kultur des Main-Taunus-Kreises. Ja, das Einzigartige hier an dem Festival, an unserem Flimmerfestival, ist, dass die Kinder und Jugendlichen aus dem Main-Taunus-Kreis, aus den verschiedenen Städten hier ihre selbstgemachten Filme zeigen und auch selber sehen können auf einer großen Leinwand. Das ist ein ganz sensationelles Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen. »200 beteiligte Kinder und Jugendliche, 20 Filme aus 7 Kommunen, eine fachkundige Jury und viele Freiwillige machen das Kinder- und Jugendmedienfilmfestival aus.« Also für mich ist das Wesentliche tatsächlich, was von den Kindern kommt an Ideen. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Einblick darin, was Kinder an Lebenswelten mitbringen, wenn sie kreativ, medial, medienpädagogisch arbeiten. Also einerseits lernen die Kinder natürlich ein tolles Medium kennen, um sich selbst auszudrücken und das, was ihnen wichtig ist, in die Welt zu stellen und zu veröffentlichen. Und das andere ist natürlich auch, dass sie lernen, wie sowas funktioniert, wie ein Film funktioniert zum Beispiel, und das auch ein bisschen kritischer anzugucken, was sie dann so zu sehen bekommen, so jeden Tag. Also erstmal ist es so, dass nach so einem Filmprojekt die Kinder erstmal unwahrscheinlich stolz sind. Ja, weil sie haben einfach ein ganz tolles Produkt, ja, was sie zeigen, wo sie sich selber sehen, wo sie das sehen, was sie geschaffen haben, gemeinsam mit anderen, und dafür noch eine ganz direkte Anerkennung kriegen von Zuschauern. Und das ist für die Kinder und Jugendlichen einfach ein ganz tolles Erlebnis. Also es stärkt sie so, ja, in ihrem Selbstbewusstsein. Es ermutigt sie, kreativ zu sein. Und ich finde auch, dass so dieser filmische Prozess unwahrscheinlich viel so mit der Teamfähigkeit von jungen Menschen macht. Bei Flimmer werden Kurzfilme von Schulklassen, Jugendgruppen, aber auch einzelnen Personen, die im Main-Taunus-Kreis wohnen und höchstens 17 Jahre alt sind, angenommen und durch eine Jury bewertet. Ob Musicclip, Horrorfilm, Gameshow, Science-Fiction oder Trickfilm, alle Genres waren willkommen. Wer sich für das nächste Jahr bewerben möchte, findet Informationen unter www.mtk.org/flimmer. Geht ins Kino, macht weiter Filme und seid weiter so tolle Kinder, Jugendliche und Eltern und Erwachsene und überhaupt. Bis zum nächsten Jahr.